Oh, sie ist auch eine Bleichelfin. Diese Skulptur, die aus einem Eisblock gestützt wurde, ragt über einer glanzvollen Frau empor. Sie bewegt sich um die Skulptur herum, einen Meißel in einer Hand, einen Hammer in der anderen. Ihr prüfender Blick hängt daran, als ob sie schmelzen könnte. Entschuldigung? Sie wendet sich dir zu, ihre schneeweißen Augenbrauen wölben sich über ihren amethystfarbenen Augen. Yes? What is it? Ja, was gibt es? Well, ain't she just a basket of warm and welcome? Nun, sie ist nicht eine Ausbund von Wärme und Willkommen. So treibt sich die Arme gegen die Kälte. Das ist auf jeden Fall etwas. Was soll das wohl sein? Wo hast du die Bildhauerkunst erlernt? Gibt es jemanden, mit dem ich mich eher unterhalten sollte? Was hat dich jetzt vor Posten geführt? Wie waren die zwei? Die Elfin verschränkt ihre Arme. From my mother. She taught me many things. To shape the ice, to hone an obsidian blade, to clean the carcass of a seal. Von meiner Mutter. Sie hat mich viele Dinge gelernt. Das Eis zu formen, eine Obsidianklinge zu schleifen, den Kadaver eine Robbe auszuweiden und zu säubern. Okay. Das ist auf jeden Fall etwas. Was soll das wohl sein? Do you jest? Or was that your idea of an insult? Machst du Witze oder war das deine Vorstellung von einer Beleidigung? It clearly represents Rimmergand, the beast of winter, the final god. Obviously. Es repräsentiert eindeutig Rimmergand, die Bestie des Winters, den finalen Gott, offensichtlich. Ah, jetzt sehe ich es klar. Es benötigt Arbeit. Oh. Ich dachte, Rimmergand wäre nicht so sehr ein Mann-Auerochse, denn ein Auerochse. Because the gods are limited to a single form. Is there something you need? Weil die Götter auf eine einzelne Form beschränkt sind. Brauchst du etwas? Mit verschränkten Armen sieht dich die Bildhauerin stirnrunzelnd an. Ich schätze mal nicht, dass du mir etwas über diesen Eisberg erzählen kannst. Other than that it grows wider each moon and will in time swallow the whole of Eora. Außer, dass er jeden Monat weiter wächst und im Laufe der Zeit ganz Eora verschlingen wird. Außer das, ja, du findest das nicht beunruhigend, wie ich mehr... merke. Oder lass uns nicht über den Eisberg sprechen. Nehmen wir mal die zwei. Not particularly. Nicht besonders. Gibt es jemanden, mit dem ich mich eher unterhalten sollte? He can often be found in the hut up the hill. Vatnir, man findet ihn oft in der Hütte oben auf dem Hügel. His features will identify him. He bears the touch of Rimmergand. Seine Gesichtszüge werden ihn verraten. Er trägt das Zeichen Rimmergands. Oder Rimmergands. Was hat dich zu diesem Vorposten geführt? I am a creature out of place. Few respect art in the white that wins, if it doesn't serve a function, if you can't carry it with you. Ich bin eine Kreatur nicht an ihrem Ort. Nur wenige respektieren die Kunst im ewigen Eis, wenn sie keiner bestimmten Funktion dient. Wenn du sie nicht bei dir tragen kannst, also sie kommt aus dem ewigen Weiß. Elsewhere, there would be little interest in an artist whose work is made to melt. War das bestimmte wenig Interesse an einer Künstlerin, deren Kunst zum Schmelzen vorbestimmt ist? Only here is its impermanence understood. Here, the final song crescendos into its final verse. Nur hier wird seine Vergänglichkeit verstanden. Hier schwillt das letzte Lied zu seinem letzten Vers an. Ihr solltet mal gehen. Okay. Was hast du hier? Oh. Beerenöl und eine Fackel. Fackeln sind immer gut. Pelz, medizinische Vorräte nehmen wir auch gerne mit. Das sind alles nur Boten. Wo liegt dein Schiff vor Anker? Wir könnten das Feuerholz gebrauchen. Ja, weidet mein Schiff aus und ich weide euch aus. Das verfilzte Fell dieses Auerochsen zeigt ein Muster schreiender Gesichter. Wie kann Eis verfilzt sein? Oh, lecker Schiffszwieback. Und Eckewitz, was ist das bitte? Dieser aus Bühnenbeeren gebrannte und leicht gewürzte trockene Likör. Okay, das ist noch zu verkraften. Ich dachte zuerst, da schwimmt irgendwas drin, so wie das Bild aussah. Dann gucken wir mal in die Botenhäuser erstmal rein, ob da irgendwelche Spießgesellen lauern, die mich gleich zerhackstückeln. Ist auch schon mal nett, dass ich mich bei denen bedienen kann. There you go. Adra-Einach. Einach sind keine Währung im traditionellen Sinn, sondern werden gerade von Tal für bemerkenswerte Taten verliehen. Es handelt sich dabei um Hand
flächengroß und kompliziert eingeritzte Adra-Stücke zum Gedenken an die Tat des Empfängers. Oh, das sind 300 Kupferpanz. Hm. Das ewige Weiß uns hat Weitwin vom Bauer zum Gott. Ja, Weitwin. Duskspeaker! Duskspeaker! I'd like to... Ah, Fisch. Give a moment. Wasser nehme ich auch immer gerne. Salz. Mora-Korallen. Ja, du willst was. Du bist der Dämmersprecher, oder? Die zierliche Glamfellen sieht dich flehentlich an. Ja, Glamfellen, das ist wohl das Spezialwort für Bleichelfen. So wie in anderen Spielen, Baldur's Gate zum Beispiel, Drow Dunkelelfen sind. Ja, du bist doch der Dämmersprecher, oder? Das sagen mir die Leute ständig, das bin ich. Siehst du etwa noch andere unbekannte Gesichter? Ich bin niemandes heiliger Mann. Das sagen die Leute ständig. Das ist also ein bisschen viel, nicht? Der ganze Quatsch mit dem Weltuntergang, sie kichert. The world will end, child. Everything does. Yet, I appreciate your skepticism. Oh, sie spricht tatsächlich. Die Welt wird untergehen, mein Kind. Alles endet irgendwann. Doch begrüße ich deine Skepsis. Britta reißt die Augen auf, als sie Edwin ansieht. Sie beißt sich auf die Lippen und nickt. I could... Well, we all could, actually. We could really use your aid. Besser gesagt, wir alle könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Sie spielt mit einem ihrer Zöpfe. There's another group up top. On top of the ice, I mean. High above the watch. They attack anyone they see. Us included. Bei Tobi ist noch eine andere Gruppe. Oben auf dem Eis, meine ich. Hoch über der Wacht. Sie greifen jeden an, der ihn... über den Weg läuft, uns eingeschlossen. They make it very difficult to, well, to get to Rimurgan's temple, among other things. So machen sie es uns schwierig, naja, überhaupt zu Rimurgan's Tempel zu gelangen, unter anderem. Ja genau, sind diese anderen Leute? Another group of Rimurgan's worshippers. We call them the Lost Pilgrims. Eine andere Gruppe von Anhängern Rimurgan's. Wir nennen sie die verlorenen Pilger. We're striding into a conflict between religious fanatics? Wir mischen uns in einen Konflikt zwischen religiösen Fanatikern ein. Na toll. Wo kommen diese Pilger her? From the land as well. They came here a few decades before we did, on much the same mission. When none returned, we thought them all dead. Sie stammen auch vom Land. Sie kamen ein paar Jahrzehnte vor uns hierher mit derselben Mission. Als niemand von ihnen zurückkehrte, hielten wir sie für tot. Warum sind sie so feindselig? Well, only knows. They seem to think they're protecting something. Like the flow is sacred. Das weiß nur Whale. Sie scheint zu denken, dass sie etwas beschützen, als wäre die Scholle heilig. Nivadir thinks they've all gone a bit mad out here all alone. Or that something in the ice is rotting their minds. Nivadir denkt, dass sie alle ein wenig wahnsinnig geworden sind, so ganz allein hier draußen. Oder dass etwas im Eis ihnen den Verstand raubt. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ein breites Lächeln erscheint auf dem Gesicht der Elfe und sie klatscht in die Hände. Finally, good news. You've no idea how rare a thing that is. Endlich gute Neuigkeiten. Du hast ja keine Ahnung, wie selten wir gute Neuigkeiten hören. The pilgrims keep camp in the ruins atop the ice wall. High Harbinger Vatner can explain how to get up there, if he hasn't already. Die Pilger haben ihr Lager in den Ruinen über der Eiswand aufgeschlagen. Hochbote Vatner kann dir sagen, wie du hingelangst, wenn er das nicht schon getan hat. Was there something else you wanted to know? Gibt es also was, das du wissen wolltest? Was machst du hier im Botenwart? Whatever needs doing. Odds and ends and such. Alles Mögliche, was eben gerade so erledigt werden muss. The whole community works together to survive. I hunt, I weave, I roast a delicious isai. Die ganze Gemeinschaft arbeitet zusammen, um zu überleben. Ich jage, ich webe, ich brate leckere Jasse. Mhm. Du siehst mir etwas jung aus, um hier draußen zu sein. Die Schnauze verschränkt ihre Arme und zieht die Schultern hoch. I'll have you know, I've nearly 60 winters behind me. More than you, I reckon. Nicht, dass es dich etwas anging, aber ich habe bald 60 Winter hinter mir. Mehr als du, nehme ich an. Ich bin, glaube ich, auch so 60 Jahre alt. I've been here for a solid 10 winters already. Came looking for, well, something I've not found yet. Ich bin schon ganze 10 Winter hier. Kam hierher auf der Suche nach etwas, das ich noch nicht gefunden habe. Sie sieht weg. Strictly, speaking in a religious sense.
Natürlich im streng religiösen Sinne. Dann leben wir wohl. Ja, hier ist noch eine Truhe und da geht's wieder raus aus zur Botenwacht. Gut. Ein bisschen Tant, aber das ist okay. Ich nehme mal an, dass die beiden Gebäude miteinander verbunden sind. Ja, das sind sie. Noch ein Bote, der mir was zu sagen hätte. Auf jeden Fall gibt es viel Schnaps. Aber bevor wir in die ins Hauptgebäude gehen, gucke ich mir mal den Rest hier an, bevor ich mit dem Typen auch rede. Akolyt der Boten, der muss Angeln schieben, hä? Was trägt sie im Gesicht? Möchte sie ihre Augen verbergen? Godfatja, Newcomer. Bote, Godfatja, du Neuling. Ein orthiomanischer Gruß, der schön dich zu sehen bedeutet. Das Lächeln der Frau vermag beide die kalte Luft in der Botenwacht zu erwärmen. Ein paar kupferfarbene Haarsträhne, welche wie Wehnot auf ihrer türkisfarbenen Haut schimmernden Sommersprossen. Sind das Flaschen Ekevit? Edwin streckt ihren Hals und schielt auf die Waren, die Verkäuferin feilen bietet. Ja, ein im Ewig weiß sehr beliebter Kräuterlikör. Indeed, Sister. In trade from Nivardir across the way. He's got Rimshoda too, if you prefer. I've only the fish though. In der Tat, Schwester, komm von Nivardir von gegenüber. Er hat auch Rimshoda, wenn dir das lieber ist. Ich habe aber nur Fish. Well then, we'll have to speak with Nivardir. Whatever else we accomplish here. In dem Fall müssen wir unter allen Umständen mit Nivardir sprechen. Ihre Mundwinkel verziehen sich nach unten. See anything that interests? Siehst du etwas, das dich interessiert? Woher hast du diesen Fisch? Hier ist doch alles zugefroren. Hagrim, da ist Wasser. Fragen wir trotzdem mal. It is not ice all the way down, newcomer. Alles ist hier nicht zugefroren, Neuling. They may come out a bit hard and cold, but for that we have the fire, yeah? Die Fische, die wir unter dem Eis hervorholen, sind hart und kalt, aber dafür haben wir das Feuer, ja? Also, was führt dich hier herunter? You say down, as if this isn't north of the white that wends. Du sagst herunter, als wäre das hier nicht nördlich vom ewigen Weiß. Ist es wohl aber. This is the end of the world. The culmination of all things. The final chapter of the final book. Nördlich von hier liegt das Edirianische Reich. Der Dürrwald und so weiter. Das ist das Ende der Welt, der Gipfel aller Dinge, das letzte Kapitel des letzten Buchs. What fool would not want to be here? Welcher Schwachköpf würde nicht gerne hier sein wollen? Die ganzen Sonnenanbeter nehme ich an. This fool for one. I left the land due to exactly this manner of nonsense. Our people have likely been chanting about the coming of the final winter for 10,000 years. Ein Schwachkopf wie ich zum Beispiel. Genau wegen solchen Unsinn habe ich das Land verlassen. Also das Volk sind wahrscheinlich schon seit 10.000 Jahren vom bevorstehenden letzten Winter. Sagen wir mal nichts. Likely. You are like Valians. You believe what you choose to believe. No eyes for seeing that before you. Von wegen, Pa, du bist wie die Valianer. Du glaubst nur, was du glauben willst. Deine Augen sehen nicht, was direkt vor deiner Nase ist. You speak of evidence? Our elders hide our writing. They keep us illiterate. Ask yourself why, sister. Was vor meiner Nase ist? Unsere Ältesten verstecken unsere Schriften vor uns. Sie halten uns dumm. Frag dich doch mal, warum, Schwester? Wer versteckt welche Schriften? She speaks of the sacred word signs used by our priests to keep our lore. She should know better than to do so. Sie redet von den heiligen Wortzeichen, die unsere Priester verwenden, um unsere Geschichte zu bewahren. Und sie sollte es besser wissen, als davon zu sprechen. It is called Yomidra and is mystified only by the secrecy in which it's kept. Man nennt es Yomidra und das große Geheimnis, das darum gemacht wird, ist das einzig Mystische daran. Dann zeig mir mal, was du zu verkaufen hast. Sieh es dir selbst an. Ich nehme mal deine beiden Schleimale, auch wenn das nicht viel ist.
Oh, Austern. Wären auch mal nicht schlecht. Nimm auch mal deine Silberflossen und deine Roggen. So. Eigentlich sollte ich dich leer kaufen. Komm, so teuer wird das schon nicht werden. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Fisch. Da können wir vielleicht was Schönes damit kochen.